Guten Tag. Bei uns gibt's heute Kuchen. Nein. Dann koche ich lieber was. Ja, ich hätte gern mal was mit Chinakohl. Was mit Chinakohl? Gut, dann mache ich so Chinakohlröllchen mit gehacktem Schweinefilet und ein bisschen Gemüse drin und Sojasauce und die werden dann gedämpft. Klingt asiatisch, aber lecker. Asiatisch, aber lecker. Ich glaube, es geht los. Nein, so war das. Nein. Ich Asiatisch stehe. und lecker. Wir drehen jetzt. Viel Spaß. So, wenn wir Chinakohlblätter mit Schweinefilet füllen wollen, brauchen wir Chinakohlblätter und Schweinefilet. Schweinefilet allerdings nicht in der Form, wie es jetzt da liegt, kommt gleich. Also wir haben 6 Chinakohlblätter, 300 Gramm Schweinefilet. Ungefähr so 50 Gramm, das ist so ein halber Bund Frühlingszwiebeln? Frühlingszwiebeln in feine Ringe geschnitten oder mehr oder weniger fein. Ja, geht. So. Und ein paar breite Ringe müssen auch dabei sein. Das ist ganz wichtig. Sonst schmeckt's nicht. Ich habe außerdem ein kleines Möhrchen in so Würfelchen geschnitten, in so 1 cm, 1 mm Kantenlänge oder 3 oder irgendwo dazwischen. Und wir brauchen ein etwa daumengroßes Stück oder etwas größer. Ingwer, Ingwer, genau. Auch fein, der relativ nicht fein scharf gehackt. wird. Das sind so 3, 4 Esslöffel angerösteter Sesam und 8, 9 Esslöffel Sojasauce. Glutenfrei Gluten, vermutlich. natürlich glutenfreie Soja, das ist die wir halt da hatten. Andere Ja. würde ich ja nicht kaufen. Ich verlinke mal unten eine in der Infobox. Genau. Und Pfeffer. Kein Salz. Kein Salz, weil Sojasauce. Okay. Ja. Dann nehmen wir jetzt das Schweinefilet, legen es da rein und wickeln das andere Zeug rum. Genau. Und vorher werden wir immer das Schweinefilet zu Schweinefilet-Hack verarbeiten. Okay, dann hole ich mal den Multiquick. Nee, weil seit ich mein neues Messer bekommen habe, mache ich sowas immer ganz gerne von Hand. So lange, bis ich es nicht mehr gern von Hand mache. Dann mache ich Platz. Und du schneidest es jetzt Ja, mit dem. ich mach's halt jetzt klein. Okay. Ich mache das im Regelfall halt so, dass ich erstmal so Scheibchen runterschneide. Weil das aber wirklich nur geht, wenn du ein wirklich scharfes Messer hast. Aber ich kann dieses Messer auch unten mal verlinken. Das ist kein Product Placement. Nee, es ist eigentlich, wenn man es ganz ehrlich betrachtet, auch nicht mehr wirklich ein gutes Messer. Weil gute Messer sind Teuer. stabil und haben eine verwendungsfreie Klinge und das ist ja doch recht wobbly, aber Schneidet wie Hölle. es ist scharf wie Hölle. Cool, es geht tatsächlich ziemlich schnell. Ja, also sicherlich, mit dem Wolf wird es noch schneller gehen, aber so mache ich jetzt unterm Wasser zweimal wutsch, wutsch und dann ist das Messer sauber. Und Genau. den Fleischwolf zerlegen dauert immer. Ja. Du kannst es dir natürlich auch einfach vom Metzger gleich mal wolfen lassen. Geht Ja. auch. Jetzt? Jetzt wird erstmal die Füllung zusammengebaut. Aha. So. Und nun? Und nu, und nu, und nu. So, jetzt kommen die restlichen Zutaten dazu. Also die Frühlingszwiebeln. Alle. Alle. So was. Ich schieb mal das da weiter in die Mitte, weil sonst siehst du ja gar nichts mehr. Die Möhrchen. die Möhrchen und der Ingwer. Das wird sehr asiatisch angehaucht. Das ist auch irgendwie so ein bisschen Das ist ja asiatisch. auch Es wird Chinakohl. ja, ich weiß gar nicht, warum Chinakohl heißt. Kommt der aus China? So. Weiß nicht, ich weiß nur, schmeckt Und noch recht wenig. die Hälfte vom Sesam. Sesam. Knatsch. Hätte ich mir eigentlich doch eher eine größere Schüssel nehmen sollen. Ich hab's mir kurz gedacht, aber Warum sagst du da nichts? Du weißt, dass ich das nicht kann. hab mal mich auf dich verlassen nach dem. Krieg eine größere Schüssel. Soll ich eine größere Schüssel holen? So, ja, ich und Schüsseln. Habe ich halt eine neue geholt. Das ist nämlich die, die ich zuerst haben wollte. Da hat er gesagt, nein. Dann Aber sie dachte ich weiß, mir, dass ich das nicht kann, dieses Volumen ja, abschätzen. aber ich Da. möchte dein Selbstbewusstsein Tust du aber stärken. nicht, wenn du mich ständig ins Messer laufen lässt. Aber wenn ich dich ständig korrigiere, dann auch nicht. Ja, okay, ich habe einfach mal verloren. Jetzt brauchen wir 2 Esslöffel von den 8, 9 Esslöffeln. Soll ich einen Esslöffel holen? Nö. Sojasauce. Genau. Dann wird es schön vermengt. Aber du Soll darfst ich dich mal etwas drüber bepfeffern? pfeffern. Du bist heute verheiratet geblieben. Ja.
Jetzt ist der schön vermengt. Mhm. Der Schwein. Der Schwein und der Rest. Und jetzt Chinakohlblätter vorbereiten. Da sich die mit dem Strunk nur ganz, ganz schlecht rollen lassen, wird der so keilförmig ausgeschnitten. Dann kann man nämlich dann hier einpacken und zurollen. Hm. Das mache ich jetzt mit den anderen fünf auch noch. Mhm. Und dann brauchen wir irgendwas zum Zubinden. Hast du eine Idee? Ein Garn. Oder aber ich glaube, unser Schnittlauch will noch verwertet werden, wenn das auch geht. Schnittlauch geht auch. Ja, dann schaue ich mal kurz in das Hochbeet. Schau doch mal kurz in das Hochbeet. Bis gleich. So, ich war draußen, es ist arschkalt. So, also, füllen. Ja. Funktioniert relativ einfach. Man nimmt sich halt ein Sechstel von der Füllung. Weil wir sechs Blätter haben. Oder so ungefähr ein Esslöffel voll. Dann gehe ich hin, roll das einmal ein und dann schlage ich hier so die Seite ein. So, und quetsche das etwas zurecht. Und dann rolle ich da so gut wie es geht, so gut wie das Blatt zulässt, ein Päckchen draus. Mhm. So, und dann ist der Plan eigentlich mit Schnittlauch hier, wenn du genug Schnittlauch hast, der lang genug ist. Nicht so wie wir, haben wir nämlich gerade festgestellt. Ja, das ist kühl draußen, der ist halt nicht mehr. Ja. Dann müssen wir das doch mit Küchengarn machen. Nö. Machst du das mit Zahnstochern? Ja. Ah, schon mal gut, dass ich die auch mitgeholt habe. Hoppla. Ja, okay. Also, wenn dein Schnittlauch lang genug ist, funktioniert das gut mit Schnittlauch. Unserer ist weder lang genug noch fest genug. Deswegen... Das ist aber der dickste, den wir hatten. Geleck mich doch. Deswegen werde ich das jetzt einmal hier quer durchstecken. Die sind heute etwas störrisch. Mhm. Aber die werden ja auch nur gedämpft und nicht angebraten. Das heißt, das sollte eigentlich funktionieren. Ja, die müssen also nur... Dann gehe ich da nochmal durch den Strunk. Ja. So, die müssen nur ein bisschen zusammenhalten. Das reicht auch völlig. Das ist jetzt natürlich ein kleines bisschen verkrüppelt. Aber das kriegen wir die nächsten paar Mal besser hin. Ja, bestimmt. So, und das probieren wir jetzt nochmal. Also das da mache ich auch gleich mal zu. Ein Esslöffel Hackfleisch, vielleicht ein bisschen mehr. Kleines bisschen reindrücken. Mhm. Einmal einrollen, von außen einschlagen. So wie man Burritos einschlägt. Stimmt. Oder sonstige Päckchen. Und dann einrollen und hoffen, dass das Blatt zusammenhält. Das sind mir auseinandergerutscht. So. Und dann am besten durch den harten Teil vom Strunk durch den Standzocher durchstecken. Da auch nochmal. Und dann hoffen, dass es hält. Ja, aber es wird ja nur gedämpft. Genau. Wir legen das ganz vorsichtig in die Schüssel. Und der Ofen piept, du gehst mal Kuchen. Das andere Ding, genau, Kuchen. Wir machen auch noch Kuchen. Genau, ich wickel mal den Rest. Ja, wickel du mal den Rest, ich kümmere mich um den Kuchen. Ja. So. So, jetzt wird eigentlich nur noch gedämpft. Ja. Und zwar, wir haben da so einen Topf, so einen IKEA-Topf mit so einem Dämpfeinsatz. Nudelsieb, glaube ich, ist das eigentlich. Ja. Und da kommt jetzt halt unten ein wenig Wasser rein. Komplett ungewürztes Wasser, ne? Ja, einfach nur Wasser. So, ich weiß da nur immer nicht, wie viel. Das wird jetzt aufgekocht. Und eingeschoben. Also. Einstecken wäre noch voll die Option. Ja. Vollgas. Einmal Vollgas. So, und wir haben es nicht ganz auf uns sitzen lassen können. Wir mussten jetzt tatsächlich trotzdem nochmal probieren. Wenigstens eins oder zwei. Beim dritten löst sich, das ist mir leider gerissen, aber ich wollte es dann rumlassen. Damit es als Deko so drum bleibt, damit wir drei mit und drei ohne haben. Genau. So mit Schnittlauch. Aber unser Schnittlauch ist labil und naja. Es ist ja auch schon November und der Schnittlauch ist draußen. Der hat natürlich keine Kraft mehr. Genau. Trotzdem, wir platzieren die jetzt da drin. Mhm. In dem Dämpfeinsatz. So nennen wir den jetzt einfach mal. Genau, weil wir dämpfen. Genau, weil wenn wir den nämlich da reintun, dann setzt das Dämpfen ein. Ich hoffe, wir kriegen die dann wieder raus, wenn die dann nachher weich sind. Ja, weil das Hackfleisch ist dann hart. Was machst du aus der Sojasauce und den Sesamsamen? Einen Dip. Ah, guck, wie? Das ist total kompliziert. Du nimmst die Sojasauce, dann nimmst du die Sesamsamen, dann machst du so. Ah, und ist dann alles. Genau, umrühren wäre noch eine Variante. Wir haben nur noch Gabeln. Ja, geht eh besser mit einer Gabel wegen den Körnern da ja, drin. Ja, das wusste ich. So, das ist quasi das Sößchen zu den gedämpften
Dingsies. So, dann können die jetzt da schon rein, weil es dämpft ja schon. Genau. Wie lange? Für 10-12 Minuten in etwa. Und dann sind die fertig. Und dann sind die fertig, dann können wir die essen. Das heißt, dann sehen wir uns gleich beim Probieren. Genau. Wenn du wüsstest, was wir heute für einen Drehtag hinter uns haben. Gott, blankes Chaos. Alle Rezepte, jedes einzelne, alle beide. Ja, aber trotzdem, das da hat zusammengehalten. Und es hat auch geschmeckt. Was? Glaube ich. Das weiß ich noch gar nicht. Ich habe noch gar keins probiert. Hast du? Boah. Nein, ich hab die Soße probiert. Ach so. Magst du probieren? Ja. Wenn du mehr so Kohlgerichte haben willst, schreib uns das mal unten in die Kommentare rein. Ja, oder Chinesisch. Oder Chinesisch mal. Hatten wir noch gar nicht hier. Nee. Mm. Also ich bin ja auch gespannt. Mhm. Oh geil. Mhm. Jetzt sind sie natürlich leider schon wieder kalt. Aber trotzdem, das macht nichts. Ich könnte mir das auch super als so kleine Finger-Food-Häppchen auf irgendeiner Party oder sowas vorstellen. Also, wenn es nach mir geht, können wir auch ein ganzes Schwein in einen Kinderkohl einpacken. Doch, sehr, sehr lecker. Ich mag nur ein bisschen Kinderkohl. Interessanterweise, ich hätte nicht wirklich geglaubt, dass diese Röllchen, also dass das Schweinefleisch tatsächlich nach 10 Minuten dämpfen, schon durch ist, weil es ist ja doch ein gewisser Durchmesser. Die Hitze muss ja nach innen, aber es funktioniert. Mhm. Da ist nichts mehr roh. Nö. Einwandfrei. Und sie haben tatsächlich nur 10 Minuten gedämpft. Also sehr lecker. Und der Sojadip ist auch voll lecker dazu. Mhm. Anyway, wenn es dir gefallen hat, lass uns ein Däumchen da. Wenn du noch nicht hast, dann auch ein Abo und die Glocke nicht vergessen, sonst kriegst du ja wieder nicht mit, trotz Abo. Dass wir was Neues rausgebracht haben. Genau, was sie gesagt hat. Und zwar, wenn dieses andere Rezept, das wir heute noch gedreht haben, mit rauskommt, das tatsächlich total chaotisch war. Du darfst gespannt sein auf Samstag. Wir veröffentlichen das wirklich? Ja. Okay. Schreib uns unten in die Kommentare, wenn du mehr China-Zeug haben willst. Mehr Kohlzeug brauchst du uns nicht sagen, weil wir haben noch Suppen und Eintöpfe und bla in der Hinterhand. Also ich zumindest. Kommt sowieso. Wir könnten mal einen China-Kohl-Kuchen backen. Du gehst jetzt da drüben noch ein weiteres Video gucken und da drunter ist der Link zum Blog, wo du das Rezept findest und der ist auch unten in der Infobox. Da ist auch der Link zu unserem neuen Buch. Ja, haben wir geschrieben. Hast du noch was zu sagen? Nee, China-Kohl-Kuchen, ich glaub, du hängst. Tschüss. Entschuldigung, tschüss.